Ein geschätzter ehemaliger Arbeitskollege von mir hat immer so schön gesagt, jedes Schwein kommt an seinen Metzger. Und ich hatte ja erst vor kurzem ein Video gemacht, wie Lidl uns erziehen möchte. Sie nennen es Motivieren, hin zum fleischlosen Leben, um ja das gute Klima zu schützen, den Planeten zu retten, wie auch immer Lidl das so sieht. Sehe ich natürlich anders, ihr wisst das. Und jetzt habe ich einen Artikel gefunden zur EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie. Und darin ist geplant, dass solche Discounter wie Lidl und Co. auf ihren Parkplätzen Ladesäulen für E-Autos vorhalten sollen. Wir springen auch gleich auf den Artikel, der ist von Welt.de, Quellenangaben und Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Da sehen wir doch so schön auch noch hier auf dem Foto dieses Lidl E-Auto mit dieser schönen Lidl Schnellladesäule. So, und da steht auch die Überschrift, der teure Zwang zur Ladesäule. Ich meine, ich kann euch beruhigen, am Ende werden das oder so die Kunden bezahlen. Lidl wird das sicherlich nicht aus eigener Tasche bezahlen. Es wird sich natürlich auf die Produkte niederschlagen. Also die Vorfreude oder Schadenfreude Lidl gegenüber kommt dann natürlich ein bisschen zu früh. Am Ende ist natürlich der Kunde wiederum der Leidtragende. Und muss aufgrund der ganzen grünen Ideologie natürlich dann auch beim Einkauf später noch kräftiger in die Tasche greifen. Aber was ist geplant? Die EU möchte ja die Verbrennungsmotoren abschaffen und das Ganze auf E-Mobilität umstellen. E-Mobilität wiederum bedingt natürlich auch eine Ladeinfrastruktur und die soll jetzt ja zwanghaft geschaffen werden. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur geht natürlich total schleppend voran, wie so vieles in Deutschland. Und ja, liegt völlig hinter den Plänen. Man weiß gar nicht, wo man sein E-Auto teilweise laden soll. Und gerade wenn die Zulassungszahlen beim E-Auto steigen würden, dann würde dieses Problem ja umso mehr anwachsen. Jetzt hat die EU Parkplätze vor Super- und Baumärkten als geeignete Orte gefunden, wo man E-Autos laden kann. Plant da jetzt die Händler mit ins Boot zu nehmen und ja, dazu zu zwingen, E-Ladesäulen auf ihren Parkplätzen zu installieren. Die Pläne aus Brüssel sind sehr konkret und versetzen deutsche Händler in Alarmstimmung. Sie fürchten horrende Kosten. Die sollte eher der Kunde fürchten. Weiter geht's. Eine geplante EU-Regulierung stürzt deutsche Handelsunternehmen in ein Dilemma. Es geht dabei um den Aufbau von Ladesäulen für Elektroautos auf Parkplätzen, beispielsweise vor Supermärkten oder Baumärkten. Dort haben viele Händler inzwischen Ladepunkte installiert. Aus Werbegründen und ich denke auch mal viel aus Imagegründen haben die ganzen Discounter ja da so schon teilweise Ladesäulen bei sich auf den Parkplätzen, um zum Kunden zu sagen, pass auf, lass dir doch mal ein bisschen mehr Zeit hier bei mir im Laden und dann kannst du in der Zeit dein Auto tanken. Ja, macht ja aus werbetechnischen Gründen sicherlich auch Sinn. Aber die EU-Kommission will den Ausbau nun aber deutlich beschleunigen. Also denen geht es nicht schnell genug. Und ja, wenn es freiwillig nicht reicht, wie unsere Politiker das immer so gerne machen, dann wird halt mit Zwang nachgeholfen. Die ganze geplante Regulierung steckt in der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie, die aktuell im Europaparlament diskutiert wird. Und im Artikel 12 stecken die Vorgaben zu Ladepunkte und zur Vorverkabelung von Stellplätzen auf Parkplätzen von sogenannten Nichtwohngebäuden. Diese Vorgaben gehen den deutschen Händlern deutlich zu weit. Naja, klar, würde mir auch zu weit gehen, wenn da so ein schwerer Eingriff in mein Privateigentum stattfindet. Kurzum, die Händler sind für den Ausbau, aber halt ohne Zwang. Und so weist der Deutsche Handelsverband ja auch schon darauf hin, dass auf einigen Parkplätzen die Dinger ja schon Standard sind. Konkreter heißt es hier, schon 15% der öffentlich zugänglichen Ladepunkte stehen laut HDE auf Flächen von Supermärkten, Discountern, Möbelhäusern oder Baumärkten. Bei den Schnellladesäulen, die durch höhere Leistung eine kürzere Ladedauer ermöglichen, habe der Handel hierzulande sogar einen Marktanteil von rund einem Drittel. Und weitere sollen folgen. Nur nicht so, wie es sich Brüssel vorstellt. Naja, ich stelle mir auch vieles anders vor, als sich das Brüssel so vorstellt. Boah. Interessiert Brüssel ja auch nicht. Brüssel sieht bislang vor, bei allen Parkplätzen von neuen und renovierten Gebäuden jeden fünften Stellplatz mit einer Ladesäule auszustatten und alle übrigen bereits passend zu verkabeln. Bei den Bestandsimmobilien soll nur jeder zehnte Parkplatz mit einem Ladepunkt ausgestattet sein. Jetzt ist das natürlich wieder so eine Idee von irgendwelchen Sesselpupsern aus Brüssel, weil passt ja natürlich wieder überhaupt nicht zum Leben und da muss man dem Einzelhandel da mal recht geben, der sagt, na mal, da müssen flexible Lösungen her. Was nutzt mir das, wenn ich jetzt hier jeden zehnten Parkplatz oder jeden fünften Parkplatz mit einer Ladesäule fürs E-Auto ausgestattet habe und die Kunden kommen mit einem Verbrennungsmotor hier zum Einkaufen? Also das bringt ja mal wieder nichts.
Dann steht da die Infrastruktur rum, die überhaupt nicht gebraucht wird und ja, vom Rumstehen ja auch nicht besser wird. So sagen ja auch hier, die besonderen Gegebenheiten des Lebensmitteleinzelhandels und die Bedürfnisse der Kunden werden nicht berücksichtigt, führen zu einer erheblich einseitigen Kostenbelastung und schaffen gesetzliche Impulse für den Ausbau nicht bedarfsgerechter Infrastruktur, die zu großen Ressourcen- und Netzproblemen führen wird. Genau, die Infrastruktur, die da eventuell auf irgendwelchen Parkplätzen ungenutzt herumsteht, fehlt natürlich dann an anderen Ecken und Kanten und ja, unnütz. Deswegen sollten auch lieber flexible und bedarfsgerechte Lösungen umgesetzt werden, statt Vorgaben per Gießkannenprinzip zu verordnen. Ja, da muss ich denen ja mal recht geben. Denn der Bedarf an Ladeinfrastruktur ist sehr unterschiedlich. Deshalb sollten auch die Vorschriften je nach Mitgliedstaat und Standort den Bedürfnissen angepasst werden. Denn wie es so ist im Leben, hier zeigen die bisherigen Erfahrungen eine höchst unterschiedliche Auslastung bestehender Säulen. In Deutschland zum Beispiel gäbe es in Städten deutlich mehr E-Autos als auf dem Land. Das müsse berücksichtigt werden. Ja, was sollen tausende von E-Säulen nachher auf irgendwelchen Parkplätzen in ländlichen Regionen, wo überhaupt gar keine E-Autos oder nur geringe E-Automengen fahren und dann da überhaupt nicht geladen wird? Totaler Schwachsinn, der da wieder von der EU umgesetzt werden soll. Deswegen finde ich hier auch, sinnvoll wäre es, nachfrageorientiert und mit angepasstem Tempo vorzugehen, statt mit aller Gewalt eine Mobilitätswende zu erzwingen. Und genau das ist es ja wieder. Ja? Die wollen uns ja rein zwingen in diesen Elektromobilitätsmarkt. Wenn die Elektroautos jetzt ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hätten und für den Kunden einen richtigen Vorteil, einen Mehrwert bringen würden, außer vielleicht nur angeblich den Planeten zu retten, dann wäre die Elektromobilität doch schon längst viel weiter. Aber im Moment ist es doch nur eine Ideologie, wo sich Leute, die von der staatlichen und grünen Propaganda des Klimawandels und so völlig überzeugt sind, ja, die kaufen sich solche Sachen oder irgendwelche Möchtegern-Hipster, die sagen, hey, ich habe jetzt einen Tesla, ich bin jetzt voll der geile Typ. Aber es kauft sich doch keiner ein E-Auto, weil er sagt, hey, damit spare ich was oder, ne, weil weiß man ja nicht, wenn einem die Batterie abbraucht oder wie auch immer. Ja, also ich stehe da noch ein bisschen skeptisch der ganzen Elektromobilität gegenüber und die hat mich halt einfach noch nicht überzeugt. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte lieber Überzeugungsarbeit leisten und sagen, hier, das ist ein gutes Produkt, anstatt zu sagen, hey, wir schreiben es euch jetzt gesetzlich vor, Elektroautos zu fahren. Nur mal so meine kleine Meinung hier am Rande. Um auf den Artikel zurückzukommen, nicht die Anzahl an Ladepunkten sollte entscheidend sein, sondern die installierte Leistung. Mit wenigen Schnellladepunkten können wesentlich mehr Fahrzeuge versorgt werden als mit vielen normalen Ladesäulen. Ich weiß jetzt nicht, was diese AC bedeuten soll. Weil so lange ist man ja gar nicht am Einkaufen. Und gerade beim Einkaufen seien effiziente Säulen wichtig, heißt es dann auch hier. Die durchschnittliche Verweildauer in den Läden liegt bei 30 Minuten. Da ist ein Reichweitengewinn bei einer klassischen Säule natürlich überschaubar. Klar, wenn ich da rauskomme und ich habe da nur 10-20% von meinem Akku geladen, ist natürlich nicht so effizient, als hätte ich dann den Akku vollgeladen. Andersrum ist natürlich die Frage, wie wirkt sich diese Schnellladung auf den Akku aus? Ist das jetzt für den Akku eventuell schädlich? Kürzt das eventuell die Lebensdauer meines Akkus? Ja, ich weiß es nicht. Langsam laden vielleicht nicht ein bisschen besser ist. Aber das sind technische Fragen, die kann man dann später noch klären. Auf jeden Fall ist es erstmal einleuchtend, besser wären Schnellladesäulen, damit man da nicht 5 Stunden einkaufen muss. Und so ist das ja auch richtig. Die bloße Einrichtung von Ladepunkten helfe der E-Mobilität also nicht weiter und bringe lediglich hohe Kosten mit sich. Stimmt, wenn ich diese gar nicht da richtig nutzen kann und mein Auto am Ende sowieso nicht geladen ist, dann bringt das ja auch allen nichts. Jetzt heißt es hier natürlich, große Zahlen für den Ausbau des Ladenetzes sind in der Politik dennoch beliebt. Ja, das ist klar. Dann kommt der Habeck, ja, der gute Kinderbuchautor mit der Fantasiezahl von hier, keine Ahnung, 1 Million Ladepunkten bis 2030. Ja, da sitzen da die Grünen im Publikum und klatschen und haben natürlich von dem ganzen Hintergrund gar keine Ahnung. Wie sieht das überhaupt mit dem Stromnetz aus? Verkraftet das die Punkte überhaupt? Kommen wir gleich zu dem Thema. Auch interessant. Ja, der haut dann nur Zahlen raus, wie zeitgleich sollen dann auch 15 Millionen E-Autos im Land zugelassen sein, also bis 2030. Naja, gute Frage. Ich würde sagen, die Zahlen stehen jetzt erstmal so im Raum und dann gucken wir mal, was 2030 dann wirklich so mit E-Mobilität los ist. Denn hier im Artikel steht es ja auch schon, um dieses Ziel zu erreichen, müsste das derzeitige Ausbautempo verfünffacht werden, heißt es im Verband der Automobilindustrie. Denn die Lücke zwischen E-Autos und Ladepunkten ist immer noch groß. Aktuell kämen in Deutschland statistisch gesehen 23 E-Autos auf einen Ladepunkt.
Der Erfolg der E-Mobilität steht und fällt allerdings mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur. Die Menschen brauchen die Gewissheit, überall und zu jeder Zeit unkompliziert laden zu können. Ja, das würde ich auch so sehen. Ich möchte ja auch, wenn ich so ein Auto hätte, möchte ich ja auch, dass immer der Akku voll ist, sodass ich überall hinkomme, wo ich gerade hin muss. Ja? Man kann ja auch nicht immer so die Fahrten planen. Manchmal muss man ja spontan irgendwo hin, da ruft der Kumpel an, immer, ich habe gerade ein halbes Schwein auf den Grill gelegt, komm mal vorbei, wir trinken uns ein Bierchen. Ja, da muss das Auto geladen sein. Beim Verbrennungsauto, ja, selbst wenn der Tank leer ist, gut, dann fahre ich noch an der Tankstelle vorbei, kann ich vielleicht noch ein paar Zigaretten holen dazu oder wie auch immer. Ja, also, aber beim E-Auto, ja, jetzt muss ich erstmal noch eine Dreiviertelstunde laden. Ja, ich komme dann, wenn das Fleisch kalt ist. Oder nur mal so ein Beispiel. Ne? Überspringen wir den ganzen Planungsquark vom Bundesverkehrsministerium. Das sind ja auch alles nur so Traumtänzereien. Könnt ihr euch ja selber angucken. Link ist in der Videobeschreibung. Wir gehen jetzt zum Engpass bei den Stromanschlüssen und Netzen. Da haben die ganzen grünen Wähler und so ja meist keine Ahnung von, weil die kommen selten aus technischen Berufen, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Deren Politikerkaste hat ja in den seltenen Fällen Beruf erlernt, geschweige denn ein Studium erfolgreich zu Ende gebracht. Deswegen schauen wir uns doch mal da an, was da los ist. Als Engpass gilt nämlich vor allem der Anschluss ans Stromnetz. Dieses Problem würde sich mit der geplanten Regulierung deutlich verschärfen. Aus energiewirtschaftlicher Sicht kommt es erschwerend hinzu, dass die Netzanbindung aufgrund des höheren Leistungsbedarfs bei konzentrierten Standorten neu gestaltet werden müsste. Dadurch können dann die Netzentgelte erheblich steigen und zusätzliche Transformatoren nötig werden. Ja, ist doch ganz klar, wenn er jetzt einen Transformator beim Supermarkt irgendwo in der Nähe in einem Wohngebiet vielleicht steht, der dafür die Last, die da errechnet wurde, ausgelegt ist und jetzt kommen da zig Ladesäulen dabei, die ja unheimlich viel Leistung aufnehmen oder Leistung benötigen, die kommen jetzt dazu, da ist der Transformator ja überlastet. Das heißt, da müssen erstmal andere Transformatoren hin. Dann ist die Frage, die Leitung wiederum, die zu den Transformatoren kommt, kann die auch die benötigte Leistung dann übertragen? Ja? Die Bundesregierung hat ja jetzt schon versagt, ja, seit Jahrzehnten den Windstrom von der Nordseeküste runter nach Bayern zu bringen. Ja? Da fehlen ja auch die Stromtrassen. Wie soll das denn dann erstmal da funktionieren? Aber naja, das sind halt die Traumtänzer und Kinderbuchautoren, die so einen Quark sich da ausdenken. Am Ende weiß das wohl auch offenbar die Bundesregierung und ist dann auch nicht so glücklich mit diesen EU-Plänen. Ja, so ist das nun mal, wenn man seine ganze staatliche Autorität nach Brüssel abgibt, dann kriegt man halt auch ab und zu mal einen vorgeworfen, den man dann umsetzen muss. Ich bin ja der Meinung, vielleicht sollten wir uns ein bisschen Autorität von Brüssel wieder zurückholen. Kommen wir mal zu den ganzen Kosten, die da auf den Handel zurollen und am Ende dann halt für uns als Verbraucher ja anstehen. Und die Kosten für den Handel wären natürlich hoch. Pro Schnellladesäule samt Netzanschluss rechnet der HDE mit rund 30.000 Euro. Die Investitionspflicht für einen typisch bestehenden Supermarkt mit 45 Stellplätzen beläuft sich auf einmalig bis zu 135.000 Euro plus laufende Kosten. Die wollen ja auch gewartet und gepflegt werden, also fallen ja mal Reparaturen an. Für den gesamten Lebensmitteleinzelhandel wäre das ein sofortiges Investitionsvolumen von knapp unter 4 Milliarden Euro. Ja, das ist schon mal eine Summe, da wird das Brötchen im Einkaufsladen dann doch mal ein paar Cent teurer. Bei Neubauten und zu renovierenden Filialen wird es natürlich noch mal ein bisschen teurer, weil da müssen ja doppelt so viele Stellplätze mit einem Ladepunkt ausgestattet werden. Damit liegen wir hier bei einem Mehraufwand von 270.000 Euro pro Markt. Dazu kommt ja dann noch, dass die Vorverkabelung für die restlichen Parkplätze mit weiteren rund 60.000 Euro pro Filiale geschätzt wird. Dann wird dann auch hier schon vom Verband gejammert, das können wir natürlich nicht alleine bezahlen. Nein, bezahlen werden wir, die Kunden das, keine Sorge. Und naja, ein paar Alternativen noch vorgeschlagen und am Ende wird hier gesagt, ja, wir könnten ja auch mit der Autoindustrie kooperieren und so weiter und so fort. Ja gut, die haben natürlich auch ein Interesse an der Ladeinfrastruktur, weil die wollen ja die E-Autos verkaufen und eventuell natürlich mit eigenen kleinen Firmen auch an den ganzen Ladesäulen mitverdienen, das ist doch ganz klar. Ja, mein Fazit zu der ganzen Sache, diese ganze E-Mobilität ist absolut noch nicht ausgereift und alltagstauglich meiner Meinung nach. Ich halte so lange, wie es nur geht, Abstand von den Elektroautos, weil auch die ganze Technik dahinter mich noch nicht überzeugt. Ich halte die Batterien für einen Riesenschwachpunkt. Und natürlich auch das Laden, das dauert mir zu lange. Dementsprechend halte ich da mal Abstand. Wie wir ja auch hier schon gelesen haben, die Stromnetze sind ja gar nicht dafür ausgelastet. Ja,
Ja, die Bundesnetzagentur hat ja auch schon gesagt, naja, wir werden mit zunehmender E-Mobilität hingehen müssen und die Leute in ihrer Leistung begrenzen. Das heißt, man hat dann vielleicht eine 18 kW Ladesäule in der Garage hängen und das Stromnetz ist gerade gut ausgelastet und dann sagt das Elektrizitätswerk, nee, du kriegst jetzt aber nur 4 Kilowatt Ladeleistung. Und am anderen Morgen willst du zur Arbeit fahren und siehst, hey, mein Auto ist gar nicht aufgeladen, weil alle ihr Auto laden wollten und man dann halt den rationierten Strom nur bekommen hat. Also da werden wir uns auch nochmal mit einem gesonderten Video drüber unterhalten, weil das ist auch eine sehr interessante Sache, wie da die Bundesnetzagentur ja, in unseren Stromverbrauch eingreifen möchte. Das hat auch ganz interessante Aspekte noch, aber das schauen wir uns nächste Mal an. Wenn du jetzt der Meinung bist, davon sollten hier mehr Leute erfahren, dass sie nicht nur diese grüne Meinung aus den Mainstream-Medien haben, dann teile gerne dieses Video und wir sehen uns beim nächsten Aufreger wieder. Bis dahin, ciao!